Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Trust and Betrayal, zusammen mit dem Nef hier. Und dem Goro bei. In Team Blau. Immer noch ein bisschen mit Serverlex. Nein, ne? Warum hat's jetzt ja, geleckt? Doch, ne? Das ist Ruthers Baumfarm, wir wissen es doch. immer noch so ein bisschen auf der Lauer nach Team Rot, aber die wollen ja nicht raus. Und ich habe die Wolken mal eben ausgemacht. Das ist super schade, dass sie es nicht wollen. Ich könnte gut. Ja, ja. Ich schmeiß hier mal ein paar Eisshards über die Safe Zone. So. Du hast ja die Fischfarm, ne? Ja. Wie viele Fische hast du schon? Die läuft ja gerade nicht, deswegen habe ich. Klau dem Goro alles. Was? Ich klau dir alles. Ich hab nur 30, das ist doch schon mal schön. Ich nehme mal die Hälfte. Musste man einen Drachen jetzt mit gekochtem Fisch oder mit rohem Fisch? Du kannst ja die Hälfte, die andere Hälfte kannst du auch mitnehmen und die keine Hälfte kannst du kochen und die andere Hälfte kannst du roh. Ich mach 7-7. Bei 15 kann man ja nicht halbieren. Ach, ich bin so schlau. Oder du nimmst halt die anderen 15 mit. Nein. Macht ja nichts, die Fischfarm, die kann man ja locker leicht anmachen. Wir wollen die Drachen nicht zu sehr verwöhnen. Das Schöne ist halt, Team Rot kannst du hier super beobachten, weil die alle auf einer Ecke sind. Das Problem ist nur, dass die echt nicht rausfliegen. Und ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Ich habe nur noch 40 Sekunden. Was? Wie habe ich denn jetzt einen Stein hinter mir gesetzt? Ich mach dann mal einen Abgang, ne? Ja, mach du mal. Bist du außerhalb des Safe Zone gewesen? Wie? Ja, klar. Wenn sie mich sehen, kommen sie raus. Vielleicht schaffe ich's. Goro geht aufs Ganze. Bin aber jetzt auch mal wieder weg. Wer hat hier denn gebaut? Es ist immer so ein bisschen schade, wenn man hier so Häuser sieht, die ganz gut aussehen und dann sind die irgendwie verlassen und dann arbeitet keiner mehr dran. Das ist Team Rot und das ist... Ah doch, Beef Steve. Der ist ja auch nicht mehr dabei. Na eben. Sieht aber schnieke aus. Schnieke, schnieke. Ich will jetzt so mal diesen Ancient Helm mit anziehen, ob das immer noch ein Bug ist. Ja. Ich bin auch wieder sichtbar. Ich habe auch zwei Sattel, also du könntest sogar einen Drachen abhaben. Echt? Mhm. Awesome. Nur du müsstest den dann zähmen halt, das ist dann. Mit Fischen? Ja, ja. Wann sind die denn geschlüpft oder dauert das? Dauert ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Chunk jetzt noch geladen ist, wenn ich jetzt hier in meinem Haus bin. Eigentlich ist das nicht so weit weg. Das ist wahrscheinlich so eine Sache. So, ich mach jetzt nochmal die... Ich hab auch noch drei Fische, okay. Wo habe ich denn meine Kabel? Da. Kann ich nämlich einmal nochmal eine Fischfarm anmachen. Während mein Drache schlüpft, gehe ich dann um den Drachen herum. Die ganze Farbe mal sammeln. So, Fischfarm müsste funktionieren. Ja, hab jetzt 10 gebratene Fische und 8 normale. Ich geh jetzt mal Blumen pflücken. Ich Blumenkind. Ich hab einen ja? Fehler gemacht. Wo ist denn mein Heavy Aluminium Wire? Darf ich, wenn eine Kiste draußen nicht gesichert ist und ich weiß, dass es meine ist, weil sie bei meinem grünen Haus davor steht, darf ich die nehmen? Ja. Ich weiß, dass da mein Kabel drin ist. Ja, nimm so. Ist ja dein Besitztum und steht draußen. Da ist doch nicht das Kabel drin. Fuck, wo ist das Kabel? Ich muss hier noch die Wände zubauen, weil die Drachen, die rennen hier drin so rum und die brauchen, man kann die erst zähmen, wenn die voll ausgewachsen sind. Das ist richtig kacke. Deswegen muss ich das hier so ein bisschen ausbauen. Oh, ein Heavy Wire Kabel, wo ist das denn? Huch. Bin ich jetzt blöd? Das ist eine rhetorische Frage. Nein! Okay. Meine Mama hat gesagt, ich bin besonders. Ja, ich hab das testen lassen. Ja, Ah, überall ist die Gravel, ist das aufs Ei gefallen? Gut, nein. Es ist super beschissen, wenn du nicht weißt, wo das Kabel ist. Das kenne ich in Real Life auch. Oh, wo kommt das ganze Gravel her? Mach ich nochmal ein Heavy Wire Kabel. Oh gut, Eier gehen nicht kaputt, wenn man sie in Wasser tut. Jetzt ist es ein Water Dragon. Shit. Moment mal. Wenn ich es hier dunkel mache, kann das dann auch wieder ein Ghost Dragon werden?
Ich will keinen Water Dragon. Das ist. Nein. Ghost Dragon. Willst du auch einen Ghost Dragon, Goro, oder willst du einen Water Dragon? Ich nehme Ghost Dragon dann. Oh. Besser als ein Water Dragon wahrscheinlich. Dann muss ich es hier noch ein bisschen dunkler machen. Hattest du sie jetzt gekocht oder ungekocht dabei, die Fischis? Ja, beide. Beide Varianten. Ich muss es kurz dunkel machen für den. Komm gleich Ghost noch Dragon. So, zwei Ghost Dragons haben wir jetzt hier. Können wir auch mitnehmen in Nether. Dann haben wir Nether Dragon. Nee, den gibt's ja nicht. Ich glaube nicht, dass es Nether Dragon gab. Es gab Ender Dragon, Aether Drache. Ja, einen Fire Dragon gab's auch, wenn du den mit Lava in Berührung bringst. Echt? Ja. Kriegen wir das nicht hin? Ja, wenn du einen Lava-Eimer mitbringst, können wir das machen. Willst du jemanden einen roten Drachen haben, oder was? Ja. Ja, dann bring Lava-Eimer mit. Dann versuchen wir das. Einen grünen Drachen? Ja. Der Himmelsdrache, der Aether-Drache, aber da müssen wir ganz hoch auf den Berg. Und da die Eier jetzt geplantet sind, kriegen wir das nicht mehr hin. Okay, doof. Wo muss ich nochmal aus dem Lava-Fabricator, muss ich die Lava rausnehmen? Ich habe auch in der Kiste noch Eimer. Ich hab den noch so. Ja. Nee, aus dem Lava-Fabricator kriegst du keine raus. Hast du eine Schmelze? Da kriegst du es immer ganz easy raus. Aus dem Lava-Fabricator habe ich es aber rausgekriegt. Echt? Okay, das habe ich nie hinbekommen, glaube ich. Aber jetzt ist da nichts mehr drin, glaube ich. Das ist dann doof. Aber der Fabricator produziert ja neu, wenn der andere noch läuft. Der Dynamo läuft auf jeden Fall noch. Ja, dann kommt ja gleich neue. Weiß nicht, aber der leuchtet auf jeden Fall nicht. Oder wie tue ich es rein? Rechtsklick, so wie du es an die Schmelze packst. Ah, dann öffnet er sich das noch. Shift? Oh ne, versuch sich mit Shift. Shift, dann renn ich. Ja, genau. Wie geht's denn? In den Fabricator. Es scheint. Ach nein, in den Fabricator kannst du nichts reinkippen. Das geht, glaube ich, nur in den Magma Dynamo. Aber im Fabricator habe ich es rausgenommen. Das passt dann, oder was? Mach Rechtsklick drauf und füllt sie sich wieder langsam. Auf 1000. Oh Gott, diese scheiß Gravel. Also scheint voll zu sein. Ja, dann. Ist das ein Anzeigebug wahrscheinlich? Scheint voll zu sein. Wenn ich das hier ausleuchte bis oben hin, bleibt es ein Ghost Dragon, okay. Okay, du bist hier so kurz davor irgendwie, ne? Ja, ich habe auf so einer ich habe da so eine Steinplattform drüber gezogen, da ist ein Loch drin. Warte, ich komme raus. Swoosh. Ich bin links von der Safe Zone. Hast du mich? Ja. Fall ich rein? Ja. Ach, verdammt. Das ist super hingekriegt. Und denk dran, wenn die Roten uns finden, einer muss hinten stehen. Ja, so. Zwei Eier. So, jetzt habe ich einen Lava-Eimer mit. Und jetzt muss ich was machen? Warte mal. Pack den mal hier ins Loch. Brauchen wir mehr? Das Wasser hat das Ei ganz kurz berührt und dann war es direkt ein Wasserdrache. Aber ich will nicht die Lava das Ei berühren lassen. Warum? Weil ich Angst habe, dass das Ei dadurch kaputt geht. Hast du noch Eier? Ich hab noch welche. Ja, warte, Dann nimm die mal wieder raus. Ja. Könnten es doch einfach versuchen. Ja, warte, eben, genau. Darum geht's ja gerade. Zur Not holen wir das. Hast du noch? So, pack das mal daneben. Oh. Es stirbt, es brennt. Ich hol neu. Es ist geplatzt. Ding, 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 ding. Ja. Okay, es darf das Ei nicht berühren. Okay. Dann habe ich eine andere Idee. Dann bauen wir den Lava-Altar. Ich hole noch mehr Lava. Lava, Lava. Alleine, es stirbt. Es wurde gekocht. Es war ein gekochtes Ei. Aber das Witzigste war so zum Schluss, die Schritte wurden ja schon langsamer. Und nur so ich hab aufs Ei geguckt und hab nur die Energie sinken sehen und dann
Beides gucken still auf das Ei und dann, es stirbt. Platz. Ich hatte doch hier noch ein Ei. Oh, bitte sag, dass du noch ein Ei hast. Sonst, vielleicht habe ich noch eins. Vielleicht hat auch der Paddy noch eins. Ich guck mal. Nee, ich habe hier drei. Ah, super. Eins reicht. Und wir bringen alle mit, aber wir müssen sie ja nicht alle planten. Wer weiß. Voll die Sadisten, ey. Voll die Drachenquäler. Lava-Eimer da. So. Ich nehme auch mal Steine mit. Ja, habe ich sonst auch dabei. Ein Stack Cobblestone jetzt. Ach, die spawnen halt, du Kackstein. Ich brauche eh keiner. So. Alleine ist dir. Für den dritten, was ist so geil ausgesehen? Haben wir beide runtergekommen. Kaputt. Vor allem dachte ich, die Lava wegmachen würde es bringen, aber ich wusste, das Ei hat ja weitergebrannt. Wurde gekocht, wie du schon sagtest. Ja. Oh, weißt du, was man auch noch machen könnte? Fluid Glowstone und damit eine Wohnung fluten, Alter. Kennst du Fluid Glowstone? Ja, es ist flüssiger Glowstone halt, ne? Der schwebt aber nach oben. Hier schlüpft bald ein Drache. Bist du schon da? Ach, ja, da bist du ja hinter mir. Folgendes. Oh, der schlüpft der Weg. Oh! Ja, der klopft immer schneller jetzt. Koro findet das spannend. Das ist wie mit den Dinos, das war auch super spannend. Ich hab auch noch einen Eimer. Ich hab auch noch, warte, ich hab noch. Ich hatte nur keinen Platz im Inventar. Ich hab mein Kabel im Übrigen gefunden. Okay. Pack mal den letzten Eimer dahin in die Ecke, damit's auch. Es war in meinem Knappsack. Ah, okay. Du musst es jetzt einmal rechts klicken. Ender Dragon. Fire Dragon! Gut. Schnell zumachen. Voss. So. Huch! Hä? Scheiße. Die Dinger sind so verpackt, ey. Bleib da. Nicht hau! Bleib da, wo du Fire Dragon bleibst, bitte. Guck mal, der schimmert auch so rot. Ja. Deiner schimmert halt so gräulich. Hoffentlich isst der gleich das Ei nicht. Boah, hast du mich jetzt erschrocken. Kommt keiner rein. Ich bin unsichtbar. Und wenn... Genau, ich hatte auch einen. Weißt du, das ist... Manchmal glaube ich auch einfach, du bist so ein Typ, du haust dann manchmal so aus Jux und Dollar rein mit dem Kopf auf die Tastatur, einfach weil es witzig ist. Warum? Oh, schlag mich nicht. Das siehst du, ne? Ja. Ich kann das auch. Ich glaube, mit dem Cleaver mache ich mehr Schaden. Der hat plus 18 Attack Damage. Ja, plus 7 halt nur. Aber mit dem Rapier ist es halt auch... Ich glaube, wir tun... Ich weiß nicht. Je nachdem, wer den ersten Hit macht, glaube ich. Ja, wenn du den ersten Hit hattest, ist der Cleaver auf jeden Fall besser. Aber wenn ich von hinten komme, dann kann ich mit dem Rapier richtig... Oh, ich dachte schon, jetzt wäre mir angegriffen. Wenn ich mich selbst mit einem Pfeil treffe, sterbe ich dann? Ich will es nicht versuchen. 50 Tode haben wir schon gehabt, also eigentlich Rain, ne? Jetzt kann man rumexperimentieren. Jetzt kann ich mir auch aus Jux das Creeper-Gen holen und explodieren. 25 Mal kannst du jetzt sterben. Geil. Kannst auch da endlich deinen Klon umbringen. Stimmt. Schlüpfe, mein Drache. Und du auch. Den kann man jetzt so ein bisschen hier so. So. The Fire Dragon und Le. Ich weiß gar nicht, wie der Fire Dragon aussieht. Ich weiß nur, wie der Ghost Dragon aussieht. Ja, dann wird das ja spannend, ne?
Hattest du die Sättel dabei? Ja, aber den kannst du, der muss auswachsen. Das dauert jetzt noch 2-3 Folgen, bis wir den reiten können. Das nächste Problem wird hier rauszukommen. Deswegen habe ich dieses fertige Loch schon genommen, da musst du nicht so viel ausbauen. Du musst einfach nur die Treppen wegmachen, ne? Mhm. Ist voll spannend hier, wie wir hier stehen und... Oder wir machen eine Startrampe oder so. Mit Pistons bis nach oben bauen. Mit Drawbridges nach oben drücken lassen. So. Willst du einen Sattel haben? Hast du noch keinen? Ja. Nee. Da ist schon mal ein Sattel. Der liegt neben dir. Er lässt ihn liegen. Da. Du hast ihn wieder. Da. Und noch 2 Dracheneier. Wir können uns noch. Sollte es schief gehen, haben wir noch Chance. Problem ist, du kannst ihn wirklich erst füttern, wenn die ausgewachsen sind. Und das dauert. Und der Chunk muss aktiviert bleiben. Mhm. Wir könnten ein Haus drüber bauen, dann bräuchten wir keine Angst haben. Ja, aber dann müsstest du das komplette Ding einbauen, bis nach unten, die kompletten Wände. Musst du ja nicht. Wir sind ja wieder raus, wenn die Drachen geschlüpft sind. Stimmt schon. Beziehungsweise groß. Ei, da hinten, das dreht richtig durch, wa? Hast du eigentlich einen Rightstone? Ein Rightstone? Was ist das? Wenn du getroffen wirst, absorbiert der die Energie. Einfach nur dabei haben? Ja, im Inventar haben. Und wenn du angehauen wirst, ich habe 2 davon, deswegen habe ich dir jetzt eingegeben. Dankeschön. Ich denke nicht, dass ich den zweiten so dringend brauche. Whitestone, wie macht man den denn? Gar nicht, den musst du finden. Finden in Dungeons. Alleine muss er mit Lava in Berührung gehen. Er stirbt! Oh, ich glaube, ich hätte wieder ein Pre-Intro, ey. Hast du doch früher gemacht, ne? Ja, manchmal. Wenn ich was Lustiges in, wenn du nichts Lustiges in der Folge hast, ich frage mich ja, wie Dalu das immer macht, ich weiß nicht. Aber bei TTT finde ich das immer. Ja, bei TTT ist immer was. Aber bei TTT mache ich das nicht mehr. Jetzt, wo wir mit OBS aufnehmen, mache ich das out of the box. Ja, leider. TTT. Ich kann ja auch bei TTT, wenn ich mit OBS aufnehme, keine Endcard mehr dran machen. Das ist mir zu blöd. Ja, doch, du könntest halt nochmal rendern, ne? Ja, habe ich keinen Bock drauf, dann brauche ich nicht mit OBS aufnehmen. Die Folge heute von TTT musst du dir mal bei Dalu angucken. Heute. Also nicht von jetzt heute, sondern, also reell Uhrzeit heute, sondern von gestern quasi. Ach so. Die, welche ist das? Das ist die mit dem Resident Evil Map, oder? Ja. Wo ich vor ihm stand mit der Shotgun und klick, klick, klick. Ja, genau. Genau. Das ist, da wird ein Molly geworfen noch. Und da springe ich brennend aus dem Haus. Und das Geile ist, er ist schon tot und hat es so geil aufgenommen. Ich brauche rote Farbe. Oh nein, er ist ein Ghost Dragon geworden. Deiner? Ja. Oh fuck, hast du noch einen Eimer? Ein Eimer ja, aber kein Lava. Ah, ich hole Lava. Dann war es zu dunkel. Dann müssen wir über die Lava Glas packen oder so, damit er da nicht reinhüpfen kann. Nimmst du Glas mit? Ja. Ich baue schon mal den Altar dann. Weil du siehst ja, wie. Den Altar. Ja, den Drachen, das Ei kriegen wir nicht mehr da drauf, ne? Das ist, das muss da liegen bleiben, wo es liegt. Wir können schieben höchstens ein bisschen. Und was ist mit dem kleinen Ghost Dragon, der gerade geschlüpft ist? Ist er rausgekommen? Ja. Er ist schön, der oder? Sieht ja witzig aus. Ja, er ist ein Skelett so ein bisschen. Mhm. Glas. Ja. Ah, das kriegen wir hin, dass das Ei, das können wir schieben. Warte ja, das kannst du schieben. Und dann musst du da drumrum bald schnell was bauen. Krieg ich das hin, oder? Ich nehm das schon mal aus hier. Aber lass meinen Drachen leben. Ja, der steht da hinten in Ruhe und friedlich. Oh, fuck, hab ich kein Glas mehr? Erstmal hol ich Lava. So. Oh, und erstmal wieder eine Taschen leer. Das geht mir so auf den Sack gerade. Warum kann man aus Redstone keine Farbe machen? Kann ich das jetzt ausleuchten? Ja, mein Drache ist ja geschlüpft. Dem ist das egal. Habe ich noch mehr Eimer? Meiner ist immer noch ein Ghost Dragon. Ja, ich beeile mich auch. Der dürfte aber jetzt nicht so schnell schlüpfen. Nee, aber er liegt da gerade so richtig schön auf so einem Altar.
ein Altar. Na, du kleiner Drache. Na, du kleiner Drache, ihr Fall. Entwickelst du schon Muttergefühle, ja? Was? Wir werden niemals getrennt werden. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Eisdrache. Ich weiß gar nicht, ob es einen Eisdrachen gibt. Es gibt so viele verschiedene Drachen. Es gibt auf jeden Fall den Ätherdrachen. Wenn du den bei mir im Haus plantest, einfach wird es ein Ätherdrache. Weil das hoch im Himmel ist. Dann ist der so türkis. Super witzig eigentlich. Und das war halt. Und die Frage ist halt noch, was ist, wenn man da jetzt ein Dings, ein Enderdrachen nimmt, kriegt man von dem die Gene. Das wäre halt auch mega interessant. Wäre interessant, ja. Wir wissen, ob es funktioniert, damit wir. Was hat der vor? Was, wofür braucht er Slimebälle? Keine Ahnung. Um Emeralds zu machen? Wow. Er will es wahrscheinlich nur haben. Oh, oh, hallo Drache! Na? Du musst hier aber erstmal weg, mein Freund. Den schieben wir weg. Oh, man braucht roten Fisch übrigens. Auf gebratenen reagiert er nicht. Pass auf, den können wir nämlich jetzt einsperren. Hast du noch Steine in der Tasche? Ja, ja, warte. Sperr den mal ein bisschen ein, aber denk dran. Ja, genau so, der hüpft nicht. So, doch, er hüpft. Lock ihn mal. Ich hab keine Fische. Ich hab die rohen Fische zu Hause gelassen, ich hält. Ich hab die. Dann lock du ihn mal. Hat keinen Bock, ey. Jetzt kommt er. So, jetzt bau zu. Er kommt zurück. Nein. Warte. So, bleib da drin. Das ist ein bisschen zu klein für dich, wir wissen das. Ich glaube, das hat gereicht, Koro. So, jetzt fall die Nüte nicht ins Lavaloch. Oh, jetzt sind sie weg. Oh. Ist immer noch kein Fire Dragon, oder? Fall bitte nicht in die Lava. Der guckt seine Nase raus. Ist der Wand. Es riecht verbrannt hier. Wer zum Feuerdrachen? Komm schon. Müssen die Lava auch da lassen, sonst immer, wenn es dunkel wird, wird er. Jetzt ist er. Ist ein Fire Dragon. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe kein Glas. Kannst du die Steine jetzt rumherum so setzen, dass er nicht raus kann? Weißt du? Hey, warte. Ja, warte. Hier oben war eine Workbench. Beeil dich. Ja, ja. Ja, aber dann wär's nur der Druck. Wenn der einmal hüpft, ist er weg. Ja, genau. Ich hoffe nicht, das Licht der Lava macht ihn zum Feuerdrachen, sondern die Lava. Hoffentlich backt er jetzt nicht darunter. Wenn er schlüpft. Ein Feuerdrache, der an Feuer stirbt, ey. Wo bist du? Hey, hallo? Allein wir wissen, dass es zu klein ist für dich. Jetzt kann er ja raus. Verbrennt in Lava. Na, mein Kleiner? Brauchen wir noch einen Name-Tag. Ja, habe ich ja auch noch. Huch, ist es gehüpft? Ja. Gar nichts. Was sagt die Uhrzeit? Warte mal. 3 Minuten okay. Haben wir noch. Also den Drachen, ne? Den würde ich gerne heute noch sehen, den roten. Ah, Sunny hat nur aufgehört. Mhm. Guck mal, der hat so Redstone-Augen, mein Drache. Ah, sieht schon ziemlich cool aus eigentlich. Na du? Auch wenn du schon aussiehst wie so ein Skelett, aber. Ich mach dir mal ein bisschen Platz hier. Die werden ja riesig, die Dinger.
Am Ende des Projekts werden wir auf unseren Kriegster. Oh nein! Das Wasser dürft ihr nicht berühren. Gut. Gut, dass wir das da drum gemacht haben. Oh, lauf mir doch nicht in die Spitzhacke, du Trottel! Aua, aua, aua! Wenn ich den einmal haue, ist der tot. Fisch. Kein Fisch. Kannst den auch noch gar nicht tamen, wenn du wolltest. Hat der. Was ist das Ei da drin? So. Mein Drache hat das Ei rausgeschoben. Er will seinen Spielkameraden jetzt schon haben, weißt du, das ist das. Der Problem. Ist schon gallig, ey, der ist schon reif. Der ist schon gallig. Oh, so rastest du aber aus hier. Oh, vielleicht kommt's diese Folge noch. Ich glaube nicht. Der, dein Drache irgendwie ein bisschen größer geworden? Ja, der wächst zwischendurch immer mal, ne? Da musst du, ich weiß nicht, wie. Ob... Oh, was macht der denn? Lass. Oh Gott, dein Ei rastet aus. Sicher, dass es schlüpft und nicht gekocht wird gerade? So. Du hättest deins mal sehen sollen, bevor es geschlüpft ist. So ein heißer Stein, ey. Da hat er richtig, ist er richtig durchgedreht, dein Drache. Jetzt wird er rallig. Die kann man noch verpaaren zum Schluss. Kriegst noch Babydrachen, ey, und dann machen wir eine Drachenzucht auf. Wäre jetzt schon witzig zu wissen, ob man die auch, ob man einen Eisdrachen machen könnte in so einem Schneebiom oder so. Ein Crackdrachen. Ja, genau. Das ist in Wirklichkeit so die Schwäche der Drachen, weißt du, das ist Crackrock. So nebeneinander abbauen ist auch gefährlich, oder? Mhm, dachte ich auch gerade. Aber kein Thema für uns. Ich will Skelette sterben. Guck mal, der Drache, ey, der sucht sich jede kleine. Dreh dich mal um. Wo ist er nur? Meine Angst ist halt, dass er mir gleich in die Spitzhacke läuft und dann stirbt. Der stirbt vor allem so dramatisch. Das ist voll dann der Ton. Der stirbt dann voll mit so einem Schrei und dann ist er weg. Mal mhm. Wieder aufgehört. Lecker Spiel. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, noch eine Folge zu machen. Ich glaube auch. Du willst ihn auch schon sehen, ne? Mhm. Oh, wir nein. Können das doch. Ach so, cool. Weil da Lava drunter ist. Nee, weil da ein Slab drauf liegt. Und auf Slabs, wenn der Slab eine Etage höher wäre, wäre es drauf liegen geblieben. Aber so geht's kaputt. Bleib da. Huch. Mal Glück gehabt. Es hat geleckt. Und immer wenn der Server leckt bei einem Drachenei, kommt es eigentlich raus. Aber ist jetzt nicht passiert. Das hatte ich bei dem ersten Drachen, den ich. Guck mal, da ist Eis. Wenn wir da ein Ei drauflegen. Soll ich testen? Ja, kannst ja mal testen. Dann haben wir hier noch ein. Hallo, Wecke. Aber dann ist das Ei weg. So, wir müssen. Jetzt wenn wir noch eine Folge machen, dann machen wir jetzt und lassen die Zuschauer im Ungewissen, was in der nächsten Folge genau. Passieren wird. Jetzt schlüpft er und dann ist alles vorbei. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.